meine Lieben. Ich habe schon wieder das gleiche an wie im letzten Video, denn ich nutze die Gunst der Stunde und nehme ein paar Videos nacheinander auf. Heute wollte ich euch 3 Lieblingsaufstriche zum Selbermachen von mir vorstellen. Also, Nummer 1 ist ein veganer Aufstrich. Und zwar braucht ihr dazu einfach Avocados, so viele ihr wollt, eine Zitrone und Salz und Pfeffer. Eine Gabel und eine Schüssel und einen Löffel und ein Messer. Ich glaube, jetzt habe ich alles. Ja. Und dann müsst ihr einfach die Avocado aushöhlen mit dem Löffel und mit der Gabel zerdrücken. Und bei mir, ich hatte 2 so schöne Avocados gekauft, also äußerlich waren sie schön. Und mir ist es noch nie passiert, dass wirklich 2 so schlecht waren. Also eine konnte ich gar nicht verwenden und bei der anderen musste ich eben das Schwarze weglassen und es war nicht sehr viel Aufstrich übrig, leider. Aushöhlen mit dem Löffel, das geht super, wenn sie reif ist. Wenn sie noch viel zu steif ist, dann wickelt sie nochmal in Alufolie und gebt sie in den Kühlschrank oder so oder wohin, wo es kühl ist auf jeden Fall und wartet noch einen Tag, dann funktioniert es meistens besser. Also dann nehmt ihr einen Löffel, genau, da war ich, hüllt das Ganze aus, zerdrückt es mit der Gabel und gebt Salz und Pfeffer dazu, so viel ihr wollt. Also das müsst ihr abschmecken. Ich gebe immer nur ziemlich wenig dazu. Und dann einen Schuss Zitronensaft. Und der Zitronensaft schmeckt einerseits ganz gut, finde ich. Und andererseits verhindert er das Braunwerden des Aufstrichs. Also sonst, wenn ihr das nicht macht, dann wird der Aufstrich braun, weil es oxidiert. Aber es schmeckt noch genau gleich gut. Nur es sieht viel cooler aus, wenn es so richtig dieses saftige Grün hat. Und genau, ja, das war der erste Aufstrich und ich liebe diesen. Der zweite Aufstrich ist für Vegetarier. Und das habe ich jetzt nicht gefilmt, ja, genau. Total einfach. Einen Topfen und einen Joghurt. Topfen ist Quark übrigens. Und Kräuter aus dem Garten, die ihr zusammenschneidet. Also ihr könnt da zusammenmixen, was ihr wollt. Hackt das ganz klein, gebt das hinein. Salz und Pfeffer und rührt das Ganze um und durch das Joghurt wird der Topfen schön cremig zum Auftragen und dann habt ihr einen Topfenaufstrich mit Kräutern, selbst gemacht. Und der dritte Aufstrich ist Thunfischaufstrich. Dazu braucht ihr eigentlich nur eine Dose Thunfisch und einen halben Sauerrahmbecher. Also ihr könnt auch 2 Dosen Thunfisch und einen ganzen Sauerrahmbecher nehmen, wenn ihr wollt. Wir sind nur zu zweit und da brauche ich nicht so viel, ja. Als erstes gebt ihr also den Thunfisch in die Schüssel, gebt vor allem Curry, 2-3 Teelöffel nehme ich da, Salz und Pfeffer dazu und dann den halben Sauerrahm. Das Ganze rührt ihr dann mit einer Gabel um. Und zwar deswegen, weil man das da einfach viel besser verteilen kann. Da kann man ein bisschen in den Thunfisch reinstechen und dann wird das Ganze einfach viel feiner und streichfähiger, denn es soll ja auch ein Aufstrich werden. Wenn ihr das Ganze dann gut umgerührt habt, noch einmal abschmecken, vielleicht nachwürzen und dann habt ihr eigentlich schon meinen dritten Aufstrich und zwar den Thunfischaufstrich fertig. Das waren jetzt meine 3 Lieblingsaufstriche zum Selbermachen. Und ich hoffe, dem einen oder anderen war ein neuer Tipp oder ein neues Rezept dabei und es hat euch gefallen und es schmeckt euch. Und wenn es euch schmeckt, dann postet mir doch ein Foto von eurem Aufstrich auf Facebook. Ich freue mich immer. Auch ich habe schon einige Fotos von Papierkörben auf Facebook bekommen und das freut mich auch jedes Mal. Danke euch allen. Tschüss!